Sonntagmorgenstimmung an der Oberhavel. Durch den Frühdunst tasteten sich die ersten Sonnenstrahlen. Da versammelten sich in Hakenfelde 450 aktive Berliner Wassersportler gehobenerer Jahrgänge. Die Sportart war zwar nicht sofort an einem speziellen Dress erkennbar, dass talismanähnliche Blechmarken nicht als Glücksbringer verteilt wurden, sondern zum Markieren von Netzen und dass umgehängte Pappnummern für die Boote bestimmt waren, das hätte ein Unkundiger hier natürlich niemals erraten. Doch eine Vielzahl nicht zu übersehender Fischfanggeräte deuteten auch dem absolutesten Laien an, dass sich hier Berlins Anglervereine zu ihrem großen Wettfischen eingefunden hatten. Pro Angler nicht mehr als 2 Ruten, mit Netzen durfte nicht gefischt werden. Quirl anwerfen, Kontrolle der Boote, damit nicht irgendwer auf die Idee kommt, einen pfündigen Pseudofang von zu Hause mitzubringen. Nach einem genauen Plan sollte dann 3 Stunden lang den Havelfischchen nachgestellt werden. 45 Berliner Anglervereine hatten insgesamt 320 Boote hierher delegiert. Allerdings, die Sonne spielte nicht so ganz nach Zeitplan mit. Statt um 6.30 Uhr zogen also erst um 7 Uhr die Fischer mit ihren Booten auf See hinaus. Geleitet von der freiwilligen Angler-Selbstkontrolle, auf deren Planken die Abendschaukamera mitschaukelte, um sich zu überzeugen, dass sportliche Petri-Jünger sowohl die Grenzen des zu beangelnden Gebietes achten, als auch die Gesetze des weitgerechten Fischens. Das Angeln mit Blinkern war nicht gestattet, und da einem uralten Anglergerücht zufolge sich selten an Kartoffelködern standesbewusste Hechte vergreifen, so fanden sich in den Beutenetzen nur gelegentlich mittelgroße Brocken. Denn die ganz Kleinen, die mussten laut Wettkampfregel erst alle noch einmal schwimmen lernen. Aber bitte, viele wenige machen ein viel. Und viel Gedränge gab's dann auch neben dem Anlegesteg des gastgebenden Vereines, der Wannseeaten, wo jeder Wettfischer sein Beutenetz ablieferte. Verwechslungen ausgeschlossen, denn die bewussten nummerierten Blechmarken waren ja, wie sich das bei Sportlern geziemt, in den Teilnehmerlisten registriert. Wer kennt sie nicht, die Bilder von den Daheimgebliebenen, die die vom Fang zurückkehrenden Männer freudig begrüßen. Nun, hier galt die bange Hoffnung allenfalls den Kilogramm, die der jeweilige Angehörige in den bewussten 3 Stunden hatte aus der Havel ziehen können, und den Zentimetern, denn kein Fisch durfte unter 15 Zentimeter lang sein. Das hätte Disqualifikation bedeutet. Wie die Alten, so die Jungen. Jede Sportart kennt gewisse Übertreibungen, und sei es bloß, dass mit Fatis Erfolg aufgeschnitten wird. Alles in allem aber waren immerhin fast 4 Zentner Fische in 3 Stunden geangelt worden, die die Anglervereine dem Berliner Aquarium im Zoo als Futterspende überbrachten. Die ansehnlichen Preise, die den Siegern winkten, waren natürlich überwiegend auf die Sportart abgestimmt. Angelruten, Fischhaken, Schnurrollen. Und auch der Ehrenpokal, die Ehrenkette und die Ehrenplaketten, die die Petri-Jünger für sich oder ihren Verein erangelten, sie waren letztlich doch nur der sichtbare Beweis, dass es noch Sportarten gibt, die tatsächlich Vergnügen und geruhsame Entspannung bedeuten.